Moinere Leute, ihr habt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. Thema dieses Videos wird sein, wann startet Part 2, wo ist der Content? Dokan, wo habt ihr unseren Content gelassen? Wir warten darauf. Üblicherweise war der Content immer enthalten zum Gokugon und Goten Day. Das ist diesmal nicht der Fall. Also unser Gokugon und Goten Day ist ziemlich trocken, könnte man meinen. Und ist auch so. Deshalb möchten wir einmal drauf schauen, wann startet denn wirklich jetzt Part 2? Wo ist Red Zone? Wo ist Legendary Goku Event? Wo ist Legendary Pico Event? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber gibt es überhaupt noch Difficult Content? Kann es euch nicht sagen. Wir schauen uns aber heute einmal an, wann könnten wir Part 2 bekommen? Ich denke, jeder Tag könnte possible sein für den Data Download. Und dementsprechend fangen wir einfach mal an. Und zwar mit dem Start der Golden Week. Dieser war am 28. April. Dort haben wir auch so ein bisschen physisch Piccolo Easy Ain ein paar Tage später bekommen. Wir hatten Boss Rush bekommen. Also es gab hier und da ein bisschen was zu tun. Aber jetzt nicht überwiegend viel. Dokkan hat nie Content, wo man quasi davon sich, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen ernährt. Sowas hat Dokkan meistens nicht. Die meisten sind in 10, 20 Minuten fertig mit ihrem Content. Und dann wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen. Natürlich könnt ihr dann überschwappen in Easy Ace Push, was dann wahrscheinlich auch einige Wochen in Anspruch nehmen kann. Aber content-technisch ist Dokkan jetzt nicht wirklich ein Fulltime-Job, könnte man sagen. Das ist auch gar nicht das Prinzip von Dokkan selber. Aber genau, wir warten jetzt sehnlichst auf den neuen Content. Und wenn wir uns die Frage stellen, wann kommt denn überhaupt der nächste Charakter, dann können wir den auch so ein bisschen mit Part 2 assoziieren. Denn meistens kriegen wir alle 2 Wochen einen neuen Charakter. Und das heißt so, in etwa 2 Wochen ab dem 28. April sollte dann auch Part 2 starten. Wenn wir uns jetzt einmal den Gokugon und Goten Day anschauen, der ist am 8. Mai passiert, da haben wir keinen Content bekommen. Also da gab es einfach keinen Content, gut. Ja, warum nicht? Finde ich eine schlechte Entscheidung. Man hätte hier sagen können, aha, auf einmal ist es der Piccolo Day, am 9.5. kriegt ihr Legendary Piccolo Event. Oder Extreme Legendary Goku Event. Oder LR Go Bros Easy A. Sowas wäre auch ganz geil gewesen. Aber wir haben einfach nichts bekommen. Das heißt, die haben ihren ganzen Content ausgelagert für Part 2. Und da gehen wir jetzt mal rein. Nämlich, ich habe ja schon erwähnt, es sollte einen Part 2 Charakter geben. Und darauf achten wir dann immer bei den Sales. Nämlich, wenn die Sales enden, habt ihr so ein bisschen eine Tendenz, wann Part 2, der neue Charakter kommt und, und. Und die Sales enden in dieser Celebration am 12. Mai. Jetzt vermute ich nicht, dass am 12. Mai unserer Zeit auch direkt ein neuer Charakter kommt, weil dafür sind wir schon ein bisschen zu spät dran mit dem Data Download. Also wenn es der 12. Mai gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich heute einen Data Download oder eventuell Twitter-Informationen gesehen. Deshalb denke ich, der 12. Mai selber wird es nicht werden. Aber eventuell der 13. Mai. Also der 13. Mai ist ein gutes Datum, wo tatsächlich Part 2 starten könnte. Aber nicht nur der 13. Mai, sondern auch der 14. und der 15. Mai. Allerspätestens meiner Ansicht nach werden wir am 15. Mai Part 2 sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Tag genau? Morgen könnten wir ein paar Infos kriegen, Twitter-Informationen, Data-Download, was auch immer. Muss man einfach mal gucken und abwarten. Also ich vermute, bis spätestens 15. Mai sollten wir auf jeden Fall den neuen Charakter haben und Part 2 sollte beginnen. Und dementsprechend auch hoffentlich neuer Content. Nämlich der nächste Data Download, der jetzt kommt, der wird groß werden. Ich gehe sehr stark davon aus, der wird riesig werden. Ich hoffe es. Denn wir haben noch bis Ende Mai Golden Week. Also wir haben noch 2 weitere Wochen Golden Week. Da wird safe noch ein Easy A kommen. Da wird safe noch, hoffe ich. Ich wünsche es mir, Difficult Content kommen. Wobei, da bin ich mir unsicher. Meistens haben sie Red Zone ja so aufgesplittet, dass sie die Stages in immer in Abständen weitere Stages hinzufügen zu einer Red Zone. Deswegen weiß ich nicht, ob sie das auch machen. Ich glaube nicht, dass sie instant alle Stages droppen werden zu Part 2. Deswegen eventuell wird es kein Red Zone geben. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, denke ich sogar, Red Zone wird unwahrscheinlich sein. Vielleicht aber was anderes wie Legendary Goku Event, Legendary Piccolo Event. Vielleicht kann immer noch Legendary Piccolo Event kommen. Ist ja nicht ausgeschlossen. Also die Möglichkeit besteht immer noch. Vor allem, da sich momentan alles um Piccolo so ein bisschen dreht, kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall was in Planung ist. Soweit, so gut. Aber wir kommen jetzt einfach mal zu meinen Tendenzen, warum ich denke, dass es der 12. bis 15. Mai ist. Nämlich zum einen laufen die Discounts ebenfalls ab von dem Duldokan Festival Banner am 12.05., also am 12. Mai um 4 Uhr nachts. Aber ich weiß nicht, was für Zeit ist. BST, noch nie gehört. Normalerweise sollte da UTC stehen, aber am 12.05. laufen die Discounts, also die 3 plus 1 Discounts von den Duldokan Festival Banner Goku und Piccolo Junior ab. Das heißt, ab dort kann ein neuer Banner kommen, vorher nicht. Also ihr müsst mindestens noch 3 Tage euch gedulden und ich denke auch der 12. wird nicht der Drop sein von einem neuen Charakter.
Also ich denke, 13., 14. oder 15. sind die möglichen Szenarien für den Part 2 Start. Wir haben ebenfalls noch Login-Bonis. Ich weiß nicht, die Login-Bonis sind immer sehr unaussagekräftig. Also gut, ihr seht, wir kriegen den Kai zum 15.05. Vielleicht ist das ein Indiz für Part 2 Start. Vielleicht aber auch der 13., weil wir dann Kai Medal bekommen. Das hat nicht wirklich viel zu sagen, bin ich ehrlich. Aber ich vermute einfach, das könnte der Zeitraum sein, wo wir dann Part 2 sehen werden. Und ich freue mich persönlich sehr, sehr, sehr drauf. Wir sind eigentlich ready. Part 2 kann starten. Abfahrt. Ich bin, ich habe Bock. Ich habe so Bock. Aber mal gucken, was auch kommt, content-technisch. Easy A denke ich auf jeden Fall. Ein Easy A wird safe noch kommen in den letzten 2 Wochen. Ich sage ein Easy A und eventuell ein schwieriges Event. Das wäre so meine Prediction. Weiß nicht. Könnt gerne mal eure Prediction reinschreiben. Aber das würde ich mir persönlich wünschen. Ansonsten, Chain Battle läuft momentan. Vielleicht lassen sie auch Chain Battle auslaufen. Chain Battle läuft auch bis, glaube ich, zum 15. Ja, genau. Das heißt, der 15. wäre quasi so ein Datum, wo man sagen kann, okay, da droppt es auf jeden Fall. Da ist Chain Battle vorbei. Da kann Content kommen. Da sind wir dann auf jeden Fall wieder auf dem trockenen Eisen, könnte man sagen. 15. sehr, sehr wahrscheinlich. Also ich tendiere zum 15. Mai selber hin. Das heißt, wann würden wir den Data Download bekommen? Data Download wäre dann wahrscheinlich am 13. oder 14. Und eventuell Character News wird es am 12. geben. Das heißt, da hätten wir jetzt noch, was haben wir heute für einen Tag? Wir haben den 9. Das heißt, in 3 Tagen könnte man eventuell Twitter News sehen. Maybe, aber mal schauen. Kann auch alles schon früher sein. Nur damit ich es mal erwähnt habe. Wir haben ebenfalls, wenn wir uns letztes Jahr das Ganze anschauen, ein ähnliches Prinzip. Wir haben hier 3 Tage später, nachdem der Sales abläuft, den Part 2 Banner bekommen. Also ihr seht hier, letztes Jahr ist am 10.05. der Shop einmal resettet worden. Dieses Jahr ist am 12.05. Und dann 3 Tage später kam der Part 2 Banner. Das heißt, es läuft auch hier wieder hinaus auf den 15. Mai. 15. Mai ist ein sehr, sehr wahrscheinliches Datum, wo wir Part 2 sehen werden. Und ebenfalls eine Sache, die ich noch erwähnen will, ist der Producer Ladder. Ein Producer Ladder gab es letztes Jahr am 11. Mai. Ihr seht es hier unten, nämlich das Datum, 11. Mai, 4 Uhr vormittags. Da gab es einen Producer Ladder. Ich glaube, das ist nachts, 4 Uhr nachts. Das heißt, eventuell könnten wir übermorgen nachts oder vielleicht auch schon morgen nachts oder am 12. nachts einen Producer Ladder bekommen zu Part 2 dieser Golden Week Celebration mit eventuell dann dem neuen Charakter, ein paar Informationen zum neuen Charakter oder EZA-Informationen, wer weiß. Da muss man einfach mal schauen, aber ich denke, da wird es auf jeden Fall einen Producer Ladder für den Monat Mai noch geben. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin ready für so einen Abfahrt. Habe ich Bock. Gib mir den Producer Ladder. Am besten morgen, übermorgen. Morgen kann ich kein Video machen, aber übermorgen. Übermorgen bin ich ready. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Genau, 15. Mai momentan meine Tendenz. Schreibt mir gerne rein, was ihr denkt. Und was könnte kommen als Part 2 LR? Eventuell sowas wie Eladin King Piccolo. Wäre doch geil, würde passen. Piccolo zu Piccolo Junior ist dort 1 Unit und dann Abfahrt. Hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Also ein Eladin King Piccolo wäre, ja, ein Wunschkandidat für mich. Und ansonsten, ja, schwierigen Content schon erwähnt. Red Zone wäre eventuell ganz geil zu Part 2. Oder eventuell ein Legendary Goku Event. Sowas in die Richtung würde ich mir persönlich sehr wünschen. Aber schreibt mir gerne rein, was ihr für Planungen habt für Part 2. Was erwartet ihr von Part 2? Welches Easy A wollt ihr sehen? Welchen Content wollt ihr sehen? Und welche Unit wollt ihr sehen? Schreibt es gerne mal rein, auf was habt ihr Bock. Lasst euch auf jeden Fall wissen und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Natürlich noch das Ende dieser Golden Week ist dann der 31. Mai. Dort gehen wir dann über zu der Uni Celebration. Dort kommt 17 und Hellfighter 17. Combo Unit into Super 17. Es gibt auch nochmal ordentlich Stones. Also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt anfangen zu sparen für Anniversary oder dann für Worldwide Celebration. Das ist euch überlassen. Genau, richtig. Aber dann ist Golden Week vorbei und da machen wir vielleicht nochmal ein Video drüber, wie gut war denn die Golden Week jetzt wirklich. Dazu müssen wir aber erstmal Part 2 abwarten, denn das könnte eventuell noch ein Brecher sein, eventuell auch nicht. Aber zumindest gibt es eine positive Sache und das waren die Charaktere. Kann man sagen, die Charaktere waren eine positive Sache von der Celebration. Sehr geil gestaltet, auch ein Thema, was man lange sich gewünscht hatte. Deswegen, damit bin ich fein und ja, mal gucken, wie es weitergeht mit Content. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, haut da. Rein,